Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Klaus von PrickoryDo. Ich bin im schönen Salzburger Land zu Hause und dies ist mein allererster Vlog und ich möchte euch auf diesem Kanal sehr gerne meinen Brickling Store vorstellen und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich direkt an. Hier vor mir seht ihr meinen Brickling Store, das heißt, es ist jetzt die erste Wand mit den handelsüblichen Kleinteilmagazinen, die es in Deutschland bei Aldi oder auch bei Lidl oder in Österreich heißt Aldi ihr Hofer gibt. Und da habe ich mir einige besorgt, weil die einfach wirklich fantastisch sind, um alle Einzelteile unterzubringen. Momentan habe ich ca. etwas über 48.000 Teile in meinem Store in ca. 2.900 Lots. Und ich möchte euch in Zukunft mit diesen Vlogs gerne zeigen, ja, wie so ein Brickling Store funktioniert und wie sich auch der Alltag eines Brickling Sellers gestaltet, welche Materialien das verwendet werden. Euch einfach einen Einblick geben, damit ihr seht, was da abgeht, mit welchen Schwierigkeiten dass man auch konfrontiert ist. Ich glaube, das kann recht interessant werden. So, also ich habe hier einen Raum, der ist zwischen 13 und 14 Quadratmetern groß und auf dem ich mich hier ausbreiten kann. Hier diese Tür, da geht es zu meinem Büro. Ich habe auch noch einen Hauptberuf, also ich mache Bricklink einfach nur nebenbei, weil ich durch meine Enkeltochter wieder zu Lego gekommen bin und festgestellt habe, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Hier geht es noch zu anderen Räumlichkeiten, das zeige ich euch etwas später. Ja, also wie gesagt, ich habe hier ca. 14 Quadratmetern. Mein Ziel ist es jetzt in diesem Jahr noch die 100.000 Teile zu erreichen. Ich denke, wenn man sich das jetzt so ansieht, hier diese Wand, knappe 50.000 Teile und ich mich hier noch ausbreiten kann, habe ich auch noch Schränke, die ich nutzen kann, schätze ich mal, dass ich so circa ja, 120.000, 130.000 Teile hier unterbringen kann. Die Kleinteilmagazine, die sind echt super gut geeignet. Hier hat man viele einzelne Laden, wo man dann seine Teile einfach unterbringt. Man kann diese Fächer alle unterteilen und die Teile hier unterbringen. Hier habe ich Laden, wo schon mehrere Sachen drinnen sind. Und gerade am Anfang hat man halt auch noch weniger Teile von einer Sorte. Und dann kann man hier die Laden super unterteilen. Bei der Nummerierung bin ich so vorgegangen. Also ich habe hier die Reihen durchnummeriert. Also hier seht ihr 16, 17, 18. Also von links nach rechts und von oben oder von unten nach oben geht es dann praktisch mit 1 los und dann hoch bis ja, zur 32. Und ja, hier bringt man wirklich einiges unter. Hier seht ihr die Oberfläche meines Brickling Stores. Also hier sieht man, dass ich eben circa diese knapp 49.000 Teile in 2.900 Lots habe. Und ich bemühe mich auch mit den Versandkosten so attraktiv wie möglich zu sein, was natürlich jetzt kein einfaches Thema ist. In Österreich gibt es eine Versandkostenpauschale mit 4,95 Euro. In Deutschland sind es 8, also für Lieferungen nach Deutschland sind es 8,95 Euro und hatte zuvor 6,95 Euro, aber die sind einfach nicht zu halten, weil du sofort auf über 8 Euro bist, wenn du nach Deutschland verschickst. Und das Ganze soll ja auch jetzt kein Minusgeschäft werden, es soll ja auch Spaß machen, es soll ja doch im Vordergrund stehen. Und wenn jetzt jemand etwas bestellt für 4, 5 Euro, weil ich ja kein Limit im Shop habe, dann wird es natürlich schwierig, wenn du dann 3 Euro bei den Versandkosten drauflegst, weil dann verschenkst du das Ganze einfach. Und ja, das geht jetzt natürlich auch nicht. Und das ist echt eine schwierige Sache. Hier habe ich meine Part-Out-Fächer und Koffer. Ich habe jetzt ganz günstig noch ein Friendset zweimal ergattern können um 25 Euro, und zwar die 41717.
und fand hier besonders cool die Giraffe und auch das kleine Zebra. Und normalerweise nehme ich mehr als 2 Kartons, also 3 müssen es mindestens sein, weil der Aufwand einfach nicht dafür steht. Also ein Karton aus oder ein Set, ein Stück eines Sets auszupacken, ist vom Verhältnis des Aufwands, da kannst du 5 auch auspacken. Das macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Und man soll ja auch Teile in den Store bekommen. Und wenn du dann überall nur so 2, 3 Teile hast, ist das eher problematisch. Aber das habe ich halt einfach mitgenommen. Ja, ansonsten arbeite ich hier noch mit einem Etikettendrucker der Marke Brother, wo man auch die Versandetiketten gleich ausdrucken kann und auch die Beschriftungen für die Fächer. Und ich habe hier einen 2D-Scanner noch dabei, der einfach eine unheimliche Arbeitserleichterung ist. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich hier auf den Schubladen auch einen Mini-QR-Code aufgedruckt, weil ich hier einfach die Schubladen so ganz einfach einscannen kann. Ich hatte das vorher noch anders gemacht mit 2 Etiketten, bei den Fächern eben auf der Rückseite dann noch eins und habe das aber dann relativ schnell umgestellt. Ja, weil es einfach viel mehr Zeitaufwand und viel mehr Material ist. Und so auf der Vorderseite ist das echt eine super Lösung für mich. Ja, hier seht ihr noch ein Mock, das ich gebaut habe. Ich glaube, die Szene ist auch ganz unschwer zu erkennen, wo die herkommt für alle Star Wars-Fans. Das Mock habe ich nicht selbst designt. Ich habe mir die Anleitung dazu im Internet gekauft und hatte echt unheimlich viel Spaß, das Ganze zu bauen. Ja, vom Inhalt meines Kanals, was möchte ich euch alles anbieten? Also es geht jetzt, wird jetzt nicht nur um den Bricklink Store gehen. Hier möchte ich euch natürlich Einblicke geben. Das werde ich in Vlogs machen, so wie das jetzt gerade passiert. Möchte dann aber auch noch ein paar Speedbuilds machen und vielleicht auch ein paar kleine Tutorials. Und dann habe ich noch eine Mega Mock gerade in Planung. Das wird noch etwas dauern. Ich muss mir noch Tische besorgen für den Aufbau und bin auch gerade dabei, Teile zu beschaffen und habe jetzt letzte Woche allein 18 Kilo bei Bricklink selbst bestellt und habe davor regelmäßig meinen Store ausgeraubt, was natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn du was verkaufen möchtest. Und ja, seid gespannt. Das wird echt eine ganz coole Geschichte und ich hoffe natürlich, dass euch das auch interessiert. Ja, jetzt vor 1,5 Wochen war ja der 4. Mai, also May the 4th, und da habe ich natürlich auch zugeschlagen. Heute ist jetzt noch das letzte Paket bekommen von all diesen Bestellungen. Da habe ich den UCS X-Wing Starfighter mir besorgt. Ist jetzt mein allererster Starfighter. Die Meinungen gehen ja da sehr stark auseinander. Nicht nur was die Preise betrifft, sondern auch die Gestaltung. Er ist vorne viel zu breit und ja, aber er sieht toll aus und ist, glaube ich, auch bis jetzt der größte, der gemacht wurde, mit den meisten Teilen. Und die GWP sind natürlich auch interessant. Und nachdem es der erste X-Wing ist, den ich habe, habe ich da einfach zugeschlagen. Ja, ich bin hier eingemietet bei einem LKW- und Transportunternehmen und mit meinem Büro. Und habe hier auch die Möglichkeiten noch zu expandieren. Das möchte ich euch auch noch ganz gerne zeigen. Hier hinterbei gibt es Räumlichkeiten, die dann im Sommer, Herbst dieses Jahres noch ausgebaut werden. Und das heißt, das alles hier kann ich noch mit dazu nehmen. Hier habe ich einiges vor. Hier soll ein großer Raum entstehen. Diese ganzen Zwischenwände, die ihr hier seht, die werden rausgerissen. Hier wird dann auch ja, Packstation für den Bricklink Store. Es ist auch noch ein zweiter Online-Shop derzeit in Planung. Hier diese ganzen Zwischenwände, wie gesagt, die kommen eben raus. Und auch hier ist noch etwas Platz, also auch diese Zwischenwand. Das wird alles ein großer Raum, wo wir uns echt austoben können. Also meine Frau und ich werden das Ganze dann gemeinsam machen. Und hier habe ich auch noch einen Raum, der dann mein Hauptbüro werden soll, jetzt eine Rumpelkammer ist.
und momentan hier mein Lager. Also man sieht, hier habe ich noch Verpackungsmaterial von den ganzen Bestellungen. Ich werde übrigens auch diese ganzen Folien aus den Lego-Paketen wiederverwenden. Habe mir dann ein Folienschweißgerät besorgt, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen. Und um einfach hier Müll zu vermeiden. Und hier ist mal mein Lager. Hier sieht man die Razer Crest. Hier habe ich mir auch ein paar Mal den Executor Superstar Destroyer, das neue Set, besorgt. Ja, und hier ist einiges auf Lager, was noch wartet, ausgepartet zu werden und wo wir auch Speedbuilds machen werden. Hier seht ihr, Tatooine ist ein Thema. Dann natürlich auch Herr der Ringe, den Jago City Gardens, dann der ATTE, Sanctum Sanctorium, dann aus der Modular Buildings Reihe habe ich einiges, den Millennium Falcon, das Republic Gunship, und also da gibt es noch einiges zu tun. Also ich glaube, ich habe jetzt insgesamt die 120.000 Teile schon da, aber sie warten halt darauf, ausgepartet zu werden. Ob ich ein paar Sets vielleicht noch direkt im Bricklink Store anbiete oder ob ich mir was zurückbehalte, um es ein bisschen zu sammeln und zu sehen, wie sich das alles entwickelt, das weiß ich noch nicht, das werde ich mir noch vorbehalten. Hier auch ganz lustig, hier ist noch ein Lastenaufzug, hier ist auch eine Klappe am Boden, die man öffnen kann. Das wird dann alles verschwinden, wenn hier der Estrich reinkommt. Aber ich denke mir, dass ich mir hier diesen Stahlträger behalten werde. Ich glaube, den kann man hier echt super dekorativ einbringen, wenn man hier richtig Büro gestaltet. Vielleicht so ein bisschen in Industrial Design. Mal sehen, was da noch auf mich zukommt. Ja, ansonsten steht hier noch einiges an Gerümpel herum. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich muss mal sehen, wie es mit den Videos weiter vorangeht. Ich glaube, es war jetzt einfach mal wichtig, das allererste Video überhaupt zu machen, um mal in das Thema reinzukommen. Und habe das ja echt vorher noch nie gemacht. Und merke aber jetzt schon, dass ich super viel Spaß dran habe. Und ach ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, hier gibt es echt auf YouTube und bei Lego eine ganz tolle Community. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Und zwar bei Julian von Klemba und von Bricknick. Und ich werde euch die Kanäle hier auch verlinken. Es sind zwei ganz super Jungs, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und da echt bemüht sind und mich jetzt auch motiviert haben, endlich mal das erste Video zu machen, weil ich das jetzt immer ein bisschen rausgeschoben habe, weil klar, man braucht noch ein Logo und man braucht noch ein Intro und so weiter. Aber ich bin heute in der Früh munter geworden und habe mir gedacht, ach komm, jetzt machst du einfach und so schlimm wird es schon nicht werden. Aber ich merke, ich habe echt Spaß dran und ich hoffe, dass ich euch das dann auch vermitteln kann und ich möchte euch echt einiges zeigen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und wenn ihr ein Abo da lässt, wäre es natürlich noch viel toller. Und auch ein Kommentar wäre einfach klasse, weil das natürlich für den YouTube-Algorithmus wichtig ist, damit andere auch informiert werden, dass es hier einen neuen Kanal gibt. Und ja, meine Lieben, also ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich hatte ihn definitiv. Und ich freue mich auf das, was kommt. Und hey, stay tuned und habt eine gute Zeit. Bis bald, euer Klaus von Brickery 2.